Hallo Leute, ja, wir sind wieder unterwegs Richtung Uralten. Wir hatten ja hier unterwegs zwei Troller geschlagen. Und ja, wir wollen gucken, dass wir da hinkommen, ne? Und dann vielleicht doch den Uralten mal hinkriegen, ne? Schaut's los und dann geht's los. Erstmal wieder einen unterwegs noch erwischt, ne? Es fängt an zu regnen, na super. Der Uralte muss hier in der Nähe sein. Okay, das ist ja schon mal gut. Aber irgendwie müssen wir hier rüber. Der hat auch noch einen Kratzer, so ist nicht. So, aber diesmal müssen wir aufpassen. Da hinten ist er. Okay. Wie kriegen wir denn jetzt? Eigentlich mit Pfeil und Bogen. Oh Mann, jetzt haben wir aber irgendwie verloren, ne? Das war jetzt nicht gut. Was ist denn hier abgegangen? Meine Güte, hat er gewütet. Ich muss mal endlich den Pfeil und Bogen anziehen. So. Was passt nicht, dass der Pfeil und Bogen nicht nimmt? Ah. Jetzt nicht abgekriegt, ne, oder? Oh, der macht den Stein auch kaputt, Respekt. Krieg ich den jetzt? Ich glaube, das ist jetzt gerade mal wieder mal richtig schlecht, ne? Mal gerade was essen sehe ich gerade wieder, ne? Funktioniert ja wieder richtig gut, ne? Der Uralte, da hinten kommt er. Da ist er. Irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Können wir da mal rüberspringen? Ich treffe ihn schon mal, das ist schon mal etwas, ne?
Okay. Also irgendwie ist es das nicht, ne? Aber auch keine Feuerpfeile nehmen wir, ne? Mann. Also so ein bisschen kriegen wir ihn runter, aber nicht wirklich gut. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass wir schon ziemlich verletzt sind. Und wir müssen mal gerade wieder was essen, ne? Wo ist er jetzt? Ich sehe ihn gerade nicht. Ah, da hinten steht er. Jetzt reagiert er nicht. Er ist nicht getriggert. Ist ein bisschen cheaten, was wir gerade machen, aber pff, wenn der so doof ist, kann ich ja nichts für, ne? Okay, die Hälfte war schon mal runter. Er steht da schön und wartet auf uns. Vielleicht ist er ja eingeklemmt zwischen zwei Bäumen. Gut ist, dass erstmal kein Troll kommt, ne?
Unsere Reichweite der Pfeile ist höher, wie dass er da rallt, dass wir hier sind. Fühle mich nicht länger ausgeruht, das ist schlecht. Nochmal Bögen verbessert auf 26. So, jetzt kriegen wir langsam fertig. Der Uralte wurde besiegt. Und man explodierte. Jetzt. Okay, war gescheatet, aber egal. Ah, der kam hier nicht aus dem Tal hoch. Das war sein Problem, denke ich mal. Trophäe gesammelt, der Uralte. Jetzt ist noch hier irgendwo einer, der noch einen auf Mütze haben will, oder was? So einen gehört, oder? War das alles? Der sumpfige Schlüssel? Ist hier nichts Schönes mehr? Ha? Der muss noch einen haben. Wo ist denn sein Zuhause hier? Wo ist die Basis vom Uralten? Der war so weit weggelaufen. Wahrscheinlich habe ich gleich noch einen da irgendwo liegen, ne? Warte mal, das ist ein Grab, das ist es nicht. Ich hoffe nicht, dass der da jetzt nochmal steht, weil er respawned ist, ne? Muss ich denn hin? Da lang. Kann schon wieder was zu essen vertragen, alter Schwede. Okay, da ist keiner respawned. Ist das hier was Besonderes? Nein. Gegenstand verwenden. Muss ich erst in der Hand nehmen. Nichts passiert. Shit. So, da wecke ich den, ne? Verbrenne ihren Nachwuchs. Jetzt habe ich hier nichts geholt, ne? Hier könnte ich ihn respawnen, glaube ich. Das ist das Einzigste. Ja, dann könnte ich ihn holen und das will ich aber jetzt gerade nicht, glaube ich. Achso, wir müssen an den Felsen dran, ne? Ne, hier bin ich falsch. Karte. Na, erstmal zum Lager. Und dann muss ich zum Stein und das da dran hängen. So war das.
Ich dachte, das wäre ein Skelett mit Kopf runter, aber war es wohl nicht. Weiß auch nicht, ob wir hier schon durch sind. Naja, wir müssen erstmal zurück zum Lager. Haben schon wieder nichts zu essen hier. Hier ist Wasser, das heißt, wir laufen falsch, wir müssen da lang. Ja, das ist auch nicht hier der Weg, ne? So, jetzt geht's aber nach Hause, oder? Was haben wir hier noch liegen? Sollen wir das noch mitnehmen? Da liegt auch noch was. Ah, hier sind die Trolle alle gewesen, ne? Denke ich mal. Da unten ist auch noch was. So, jetzt sind wir zu Hause. Alles ist da. Müssen wir mal gerade in die Truhe gucken, ob wir hier was lassen. Na komm, das und das kannst du hier lassen. Obwohl, warte mal, das ist normales Holz. Und, nee, doch, das war schon richtig, was wir gemacht haben. Na komm, Kernholz lassen wir ein bisschen hier. Das nehmen wir mit, das können wir verfeuern. Das müssen wir opfern, damit es vorangeht. Und er hier, teilweise verkrustete Schlamm bedeckt, übel riechend. Da machen wir irgendwas mit auf. So, das ist in der Truhe. Steine brauchen wir nicht. Das haben wir genug im Lager, denke ich. Steine können wir noch hier lassen. Das wollen wir mitnehmen. Das kann eigentlich auch hier bleiben. Haben wir im Lager, glaube ich, genug. Holz nehmen wir mit, haben wir gesagt. Tannenzapfen nehmen wir dann auch mit. Ja, der Rest nehmen wir mit. Gehen ins Hauptlager. So, die müssen ja fertig sein, die Möhren eigentlich, oder? Die sind nur gesund, nicht fertig, okay. Lass uns erstmal unsere Schäden bereinigen. Warte, wenn wir schon hier drin sind, können wir hier gerade auspacken vielleicht. Haben wir nichts mit, was hier rein muss. Das reicht eigentlich noch. Ja, hier ist tatsächlich noch eine Möhre drin. Da brauchen wir auch nichts hin tun. Hier ist erstmal alles gut. Ja, die Trophäe, die brauche ich jetzt erst noch. Muss ich ja da dran hängen, ne? So, hier hatten wir jetzt den Harz rein zu tun. Und den Tannenzapfen machen wir da rein. Steine brauchen wir nicht. Die Dinger haben wir da gelassen. Holz können wir noch hier reinlegen. So, Kernholz haben wir jetzt auch. Jetzt sind wir erstmal soweit fertig hier. Gerade noch Reparaturen vornehmen. Und dann gehen wir zum Opferstall. Und dann müssen wir mal gucken, was wir kriegen. Der war hier links. Ist zwar ein bisschen dunkel, aber das soll uns jetzt nicht stören. Der Hirsch ist jetzt egal. Jetzt kommen wir hier noch nicht mal hoch, ne? Gerade den Uralten fertig gemacht, aber nicht den Berg hochkommen, ey.
So, gucken wir uns das an. Welcher ist das? Das war Eigtürk. Opferstein lesen. Ja, ich glaube, das wird das sein, ne? Oder? Der ist es auch nicht. Das ist bestimmt der nächste. Na, warte mal. Da muss es da doch auch sein. Das ist der uralte. Ah, Gegenstand anbringen. Kraft aktivieren. Schnelleres Holzhacken haben wir jetzt. Na super. Jetzt haben wir zwei. Ja, komm, Kraft aktivieren. Ich bin König, bin Erster im Wald. Ich beherrsche Tiere, ich kenne ihre Pein. Meine Wurzeln wuchern bei Städten sehr alt. Ihr Fleisch ist mein Mahl, über Blut ist mein Wein. Ja, super. So, und jetzt? Das ist die aktuelle Kraft. Ja, ist besser wie jetzt Ausdauer, weil die habe ich auch schon ganz selten gebraucht, ne? Das war nicht meins sozusagen, ne? So, dann lass uns gerade wieder zurückgehen zu unserem Lager. Und wie kann ich jetzt schneller Holz hacken? Jetzt habe ich das, aber das ist normal, ne? Okay, kann sein, dass es jetzt ein Schlag war und der ging kaputt. Ja, es sieht so aus, dass das wirklich schneller geht. Grauzwergen-Berserker-Trophäe habe ich jetzt. Na super. So, jetzt kriegen wir hier ganz schnell Holz, ne? Dann müssen wir das gerade noch nutzen, oder? Okay, das könnte schief gehen. Okay. Okay, ich kann nichts mehr tragen. Zurück zum Lager. Speicherwelt in 30 Sekunden, auch gut. Ne, das war nicht die Tür, da ist er. Aber besser zu, ne? Und dann das Holz hier rein, bitte.
Das war jetzt gerade alles. Dann können wir den noch hinzu. Hier auch noch Harz, ja, haben wir auch noch, kann da auch noch rein. Alter Samen, der kann da rein. Steine können wir hier wegschmeißen. Das war's dann erst, oder? Schmiede, reparieren. Haben wir, das können wir aufwerten. Nix. So, jetzt schauen wir mal. Den haben wir einmal ausgetauscht. Sollen wir hier Schlüssel auch was anwenden? Ja, habe ich jetzt nicht. 5. Haben wir denn jetzt was hier irgendwie zugekriegt? Ich glaube nicht, ne? Sieht alles gleich aus. Wir müssen erst das Anwenden haben, glaube ich, oder? Amboss haben wir aber, ne, oder? Ja, ich denke, das ist hier alles geklärt erstmal. Ja, die Folge ist auch schon verdammt lang. Ich glaube, wir machen das jetzt erstmal so, dass wir hier einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentar schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.